Also sind auch lauter Verbotsschilder. Aber es passiert nichts, wenn ich reingehe. What? Da ist was? Was bist du? Ich bin One-Hit! Ja, da geht Magie-Boost, ja. Auf 10. Oh, schaut doch stylisch aus, oder? Feuer! War 33 wurde die Magie. Das ist mir schon gut gebufft dadurch. Ich habe mir so Sorgen gemacht. Ich bin vollkommen glücklich, dass alles in Ordnung gekommen ist. Es war ein gefangener Drachengeist. Weißt du, du hast eine Schwäche für Drachen. Ein Drachenschnurrflüsterer. Schnurtastisch. Miau, besser nicht. Hier ist etwas Gold für die ganze Aufregung. Hier, direkt Level 9. Na gut, dann können wir gut upgraden wieder eigentlich. Verbrennt hier. Das ist noch ein Tower. Du bist das Drachenblut. Wusstest du, dass der tiefe Wald hinter mir streng verboten ist? Halt dich fern. Husch, husch. Das ist auch lauter Verbotsschilder. Aber es passiert nichts, wenn ich reingehe. What? Das was? Was bist du? Ich bin One-Hit. Okay. Okay, das war anscheinend solche Diebeskatze oder sowas, und die machen mich direkt One-Hit. Brauche ein Nickerchen. So. Ist okay, was? Ah, okay. Das ist quasi eine komplette Questreihe hier. Gute Frage. Meine Sachen sind auch alle da. Meine Magie ist da. Und ich weiß nicht, ob mein Geld alles da ist. Warte. Ja. Nö, also mein Geld ist auch unter 474. Also ich habe jetzt nichts verloren deswegen. Und gleich nochmal die Feuermagie abholen. Wäre auch interessant gewesen, wenn man alles verliert. So. Und her, ich habe meine Axt. Okay, in diesen Wald gehen wir jetzt mal nicht mittlerweile, die so stark genug sind. So, Questtafeln. Hier ist sogar eine. Also da, wo jetzt das ist es die Hauptreihe. Dann machen wir jetzt mal da mit der Hauptreihe weiter oder machen wir dann Nebenquests. Bei Nebenquests sind das alle bei Städten die Anschlagtafeln, wie ich das sehe. Die meisten Fragezeichen sind alles unerforschte Höhlen und ich glaube, es sollen so Ruinen sein oder so. Mainline! Okay, machen wir mal Mainline-Quest. Was wir Monster im Innern finden, dann sollten wir sie durch Kratzen vertreiben. Einige Feinde haben eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Versuche sie stattdessen mit Magie mit größerer Reichweite zu treffen. Okay, Level 1. Das ist schon Level 9. Was sollte wirklich immer zwischendrin die Mainline weitermachen? Wir rollen. Oh, Kiste. Oh, was bist du? Magiergewand. Level 1. 2 zu Magie. Da kannst du komplett auf Mage gehen. Immer lustig, wenn man voll overpowered einfach die Mainline macht. Total. Aua. Eine Spur von der weißen Katze oder deiner Schwester zu sehen. Lass uns die Tatzen in die Hand nehmen und hier verschwinden. Das ist noch zweite Truhe. Ein Magierstab. 2 zu Magie. Ah, cool.
Was passiert, wenn ich den Neo, die greife den normal an? Schlage ich da auch normal? Ja. Aber ich möchte mehr auf Melee bleiben. Und die Magie nebenher machen. Keinesfalls, da ist die weiße Katze. Schnell hinterher. Ah, die, was unsere Schwester entführt hat. Wie kann so ein Feldknäuel wie du meinen Drachen besiegen? Egal, ich vernichte dich einfach jetzt sofort. Oh je. Das ist nicht mehr Magie. Das war's. Und sei nicht so stolz. Das war nur ein Klon, den ich mit einem Quäntchen meiner Macht erschaffen habe. Das war aber verdammt schwacher Klon, also ist deine Macht wahrscheinlich auch nicht so groß. Zweifelsohne stammt deine Macht von diesem Mal, das du besitzt. Beeindruckend. Wer bist du und warum hast du die Schwester meines Freundes gekatznappt? Einfache Sterbliche wie du können mich da Cross nennen. Wenn du deine Schwester wiedersehen willst, dann folge mir. Pardon. Ich achte darauf, dass die kümmerlichen Bauern mich nicht sehen können. Sie sind es nicht wert. Siehst du, wie der große König der Katzen sich in seinem Palast versteckt? Nicht mehr als ein zitterndes Etwas dank meiner Macht. Oder die nicht enden wollenden Quests dieser Stadtkatzen. Sie haben keine Ahnung, dass es meine Macht ist, die ihr Ungemach verursacht. Bist du wie eines dieser wertlosen Leben, die in diesen Städten herumkriechen? Ständig betteln sie Helden auf ihren Questtafeln um Hilfe an. Nein, du kommst mir irgendwie anders vor. Und deshalb werde ich jetzt ein einfaches Spiel mit dir spielen. Erlange mir Macht. Beweise mir, dass deine Art über ihre schwache Hülle hinauswachsen kann. Besiege die Drachen, die ich gerufen habe, und ich werde deine Schwester freilassen. Oh je, Dakos, du bist der typischste Bösewicht überhaupt. Ja, eigentlich schon. Das ist das Klischeehafteste aller Bösewichte. Statt die Gefahr des Helden zu Dreck zu erkennen, ihn auch noch dazu animieren, stärker und mächtiger zu werden, damit er ja am Ende auf die Schnauze gefällt. Auf jeden, das Game ist mega. Es ist überraschend, das hätte man sich am Anfang nicht so gedacht. Das ist echt genial. Also ich finde das Spielprinzip, die ganze Erzählweise, und das ist einfach super. Sind die nicht im einfachsten zu hassen? Mann, wie konnte deine Schwester in dieses Schlamassel geraten? Nun, ich vermute, wir müssen Dracos nur bei diesem kleinen Spiel schlagen. Dann 0-10. Und bevor wir weitermachen, lass uns sicher gehen, dass du auch richtig ausgerüstet bist. Okay. Meister KitKat, viel zu lange her. Wow, ich bekomme gerade voll Gust auf KitKat. Also die was in Schoko. Spiri, wie ich sagte, nenn mich einfach Kit. Such dir Leute nach Waffen und Rüstung. Kommt rein. Schau mal in meiner Schatzkiste nach, um neue Ausrüstung zu kriegen. Was? Okay, die kostet 50. KitKat, ja mega, oder? Man denkt so gar nicht mehr dran, aber so. Aber wenn man es so sieht oder so den Namen hört, dann geben wir Kuster. Boah, der kostet 5000! Zieh nicht los, ohne die Ausrüstung zu kaufen. Suchst nach Ausrüstung, dafür musst du 50 Gold bezahlen. Ja? Also das ist so ein Random, oder wie? Ninja-Schleier! Minus 6 Rüstung und plus 6 Angriff aber. Ich will das nicht wechseln. Also mir 6 Rüstung. Nee, plus 5 und 10 Magie, aber wie gesagt, ich will mehr auf Melee gehen. Aber der Rüstung ist schon stylisch. Lass mal den Helm noch. Sollen wir noch einen öffnen? Genug Gold hätten wir noch, um noch 2 zu öffnen. Oder sparen wir?
Man bekommt sicher, es ist eher sich für später. 5000 jetzt in San Juan, das ist schon heftig. Mehr Glücksspiel! Weißmagierstab. Level 1, 2 Leben, minus 3 Angriff, 1 zur Magie. Okay, man kann sogar minus Angriff kriegen. Einmal geht noch. Ein Kettenklinge. Level 3, 3 Rüstung und 3 Angriff. Neue Items. Jetzt habe ich meine Axt, die macht aber, glaube ich, mehr. Macht auch doch 3 Angriff. Und 4 Leben. Lass mal eine Axt. Ich mag Äxte. So. Jetzt habe ich das nicht gelesen. Das war auch nicht so wichtig. Ah, die halten hier oben schon mehr aus. Auch noch einer. So, cool. Machen wir es neben Quest wieder, bevor wir es wieder ins Wetter machen. Schau mal beim König vorbei. Kann ich wirklich reingehen? Ich habe nur so vermutet. Das war ein interessantes Gespräch. Mal speichern. Gute Nacht. Ein Nickkätzchen. Der Magier des Königs. Quest Level 2. Das wollen wir wohl schaffen. Damit wird die Hauptquest auf Eis gelegt. Jawohl, was Nebenquest ist. Ich finde das auch so geil, das Ja oder Nein. Happy Smiley oder... Well, maybe. Auf den König liegt ein Fluch. Jawohl, Frankie. Nimm heute an der Rettungsmission am geheimnisvollen Tempelteil. Das sollten wir tun. Der König braucht unsere Hilfe. Ich wusste es ja, Frankie. Ich sollte einen Chatlog einbauen. Also Chat on Stream, dass man den Chatverlauf auch on Stream sieht, weil es bei YouTube besser wäre, weil das kommt definitiv auf YouTube. Das Let's Play. Aber ich werde jetzt nicht da, oder? Warte mal. Kann ich da raus? Und da, wo ist der Chat? Geht das oder ist das zu viel? Ja, ich lasse es jetzt dabei noch. Ich werde es noch einstellen, dass da quasi Gary, die einzelne Nachricht kommt. Ich weiß, es war falsch von mir. Nun sitze ich ganz alleine hier. Gary, es tut mir leid, ich war gemein und unachtsam. Das darf nicht sein. Nun bist du weg und alles ist zu leer in mir. Dein Mund war für mich die schönste Melodie. Komm heim, denn ich vermisse dich so. Gary, Gary, komm heim. Gary, komm heim. Gary, komm heim. Gary, kannst du mir denn nicht verzeihen? Ich flehe dich an, lass mich nicht allein. Gary. Bester Frankie. Das war cool. Was SpongeBob, aber Gary weggelaufen ist, wie er sich in die andere verliebt hat. Ist kein Problem. Ja, man kann leider nicht mehr als maximal 500 Zeichen. Ich habe es maximal gegeben, aber es geht leider nicht mehr. Das ist schade. Wir sind hier, um den König zu retten. Endlich, eine Katze ist zu unserer Hilfe gekommen. Als erstes müssen wir den obersten Magier finden. Er weiß, was passiert ist, doch er ist verschwunden. Wie können wir ihn nicht finden? Wir haben einen Zauberspruch gesprochen, um die magische Energie des obersten Magiers zu finden. Ja, ich bin eine Katze. Passend zum Spiel. Doch die Fundorte verändern sich ständig. Ich markiere sie mal. Vielleicht könnt ihr nachforschen. Okay, machen wir das. Darüber müssen wir.
Du hebst ein halb vergrabenes Zaubertrankfläschchen auf. Im Inneren des Fläschchens ist magische Energie gefangen. Sehen wir uns mal die anderen Orte an. Platsch. Museos. Ein Gemetzel. Ha! Kommt auch jetzt unser Angriff. Du hebst ein weiteres halb vergrabenes Zaubertrankfläschchen auf. Okay. Ah, noch immer kein Magierkätzchen. Der letzte Ort zu überprüfen. Da hapert es ein bisschen mit der Übersetzung anscheinend. Aber was soll's. Du hebst ein weiteres halb vergrabenes Zaubertrankfläschchen auf. Wo ist der oberste Magier? Gehen wir zuerst mal wieder zurück. Okay, warte, nehmen wir noch mit da oben. Oh! Der Brandschaden. See me rolling. Aua! Gibst dem Magier die Fläschchen. Da, das ist die magische Energie des obersten Magiers. Aber warum ist sie in Fläschchen? Wir sind hier nicht die Magie-Experten. Wir müssen etwas Zeit mit Nachforschungen verbringen und das in Ordnung bringen. Hier, ein kleines Dankeschön für euch. Schaut später mal wieder auf der Übersicht nach. Magierhut, Level 1, 2 Magie. So, das heißt, hier müssen es weitergehen. Nächste Quest Level 8, das passt. Die Magiersuche. Akzeptieren. Wir haben etwas. Total böse. Wir haben etwas über den obersten Magier herausgefunden. Kommt, um mich zu sehen. Okay. Hallo. Der oberste Magier wurde mit einem uralten Zauberspruch belegt. Der Zauberspruch fing seine magische Energie in Fläschchen ein. Was? Was machen wir jetzt? Wir haben einen Zaubertrank gemacht, der dem obersten Magier seine magische Energie zurückgibt, sobald er ihn trinkt. Der Magier gibt dir ein Zaubertrankfläschchen. Aber wir wissen nicht, wo er ist. Die magische Energie deutete auf einen Ort hin, während wir den Zaubertrank herstellten. Ich markiere den Ort für dich. Da, ganz oben. Der Weg hat auf der großen Karte weiter ausgesehen, als was er wirklich war. Hier ist niemand. Doch, ich kann Spuren erkennen. Verfolgt eine gestrichelierte Linie. Der Fuchs. Kann ich auch verbrennen. Nehmen wir alles mit hier. Aua. Ach, ich hab gedacht, ich bin weit genug weg. Das Spielprinzip, das stelle ich mir auch für No-Hit relativ lustig vor. Möglich ist es im Prinzip, man darf einfach nur nicht getroffen werden. Man kann auch gut aufpassen drauf, indem man halt nie wirklich in so einen Kreis reinkommt. Miau, er ist nur den langen Weg herumgegangen. Der Verlust der magischen Energie muss sein Gehirn beeinträchtigt haben. Zwei Wege. Bei meinen Schnurrhaaren, jetzt geht der Weg schon wieder im Kreis. Er muss vollkommen gedankenlos seine Runden gedreht haben. Ja, tatsächlich, ja, der Pfeil führt nach unten. Diese Spuren führen zu der Höhle. Die Monster im Innern könnten ihn vielleicht verletzen.
Siege alle Feinde. Dann räumen wir mal ordentlich auf. Oh! Ein Blitzlamm! Oder Bock, Blitzbock. Ja, fix der Raucher, weil alles klar, macht das. Boah, das sind gleich drei Truhen und eine große wieder. Die wird wahrscheinlich wieder geschlossen sein. Aua! Die greifen schneller an. Hat er links? Ah, ich hätte zuerst nach links gehen sollen. Okay, da ist der Ausgang auch. Okay, wir müssen nach oben zurückgehen. Ah, nehmen wir das noch mit. Wir bekommen... der Magierhut, das ist Level 3. Und... Ritterhelm, da gibt nur Rüstung, okay. Das nächste Mal sollte ich zuerst abchecken, ob da Rand noch was ist. Du erhascht einen Blick auf eine Stadtkatze, die die Höhle verlässt. Ihm nach! Das ist wahrscheinlich egal, ob ich da rausgehe oder unten rausgehe. Oberstes Magierkästchen. Er reagiert nicht. Schnell, gib mir den Zaubertrank. Du hilfst der Stadtkatze, den Zaubertrank zu trinken. Einfach eingeflößt mit Richter. Du hast mich gerettet. Vielen Dank. Wir sind hier, um den König zu retten. Weißt du, was ihm passiert ist? Ein weißer Kater ist in der Katzpitale aufgetaucht und hat den König verflucht. Ich versuchte, ihn zu stoppen. Dabei habe ich meine Magie verloren. Wie können wir den Fluch zerstören? Das werde ich herausfinden. Meine Magier werden euch kontaktieren. Nehmt dies als Belohnung. Level up für Magierstab. Miau. Alle Magier hier sehen gleich aus, nicht? Oh ja, das tun sie. Da denkt er schon die nächste Quest aus. So, für Level 12 ist Level 11, also für diese Going Sam, die Geister. Wir haben einen Weg gefunden, um den Fluch vom König aufzuheben. Eine kurze Mikro überprüft. Habt ihr Magierkätzchen schon eine Lösung gefunden? Ja, der Fluch besteht durch Geisterkugeln. Wenn wir also diese Kugeln zerstören, dann verliert der Fluch seine Macht. Klingt nach einem guten Plan. Wir kümmern uns darum. Und nachdem wir eben dann mehr Geld haben, oder 287, na, reicht doch nicht. Aber wäre cool, andere Zauber zu kriegen langsam. Gibt's auf der Karte mehr von den Dingen? Ah, da rechts oben zum Beispiel. Ah, das ist ein Schild neben dem Haus. Da rechts oben? Noch wo? Da. Bei der Schmiede oben drüber quasi. Da sehe ich auch noch sowas. Okay, scheinbar müssen wir woanders rein hingehen, damit wir andere Zauber kaufen können. Noch her? Der Controller ist extrem sensibel. Ich bewege nicht einmal wirklich einen Anschlag und er bewegt sich schon. Da muss ich schon gucken, ob ich das irgendwo einstellen kann dann mal. Wow, da hinter mir doch noch rein auf. Ah, keine Chance.
Mounds, wir sollten in der Nähe der ersten Kugel sein. Oh, erscheint die Kugel etwa? Oh, bist du? Skelettschädel? Warum ist sie auf einem Monster drauf? Wow! Okay, was? Oh, okay, da. Okay, okay, die Spikes tun weh. Die Kugel zerbricht und verschwindet. Oh, okay. Da muss man wirklich höllisch aufpassen. Okay, den Kreis haben wir zerstört. Ja, eine weitere Kugel ist übrig. Da werden wir mal... Nein, ich wollte eigentlich rasten. Danke. Das ist so ein Witzlamm. Oder Gewitterbock, sagen wir mal dazu. Da oben fliegen ja lauter solche Geisterkugeldinger rum. Aber ich muss auch rechts. Ist das der? Mia, wow, das ist ein echt hoher Berg. Hey, das müssen wir uns näher anschauen, um zu sehen, wie er aussieht. Na, mit der Karte wahrscheinlich. Ja, das ist dieser Katzenberg. Das ist so ein kleiner da rechts daneben, mit dem Catface. Schon cool. Ui, ist noch mehr. Boah, der halt gut aus. Was ist denn das? Okay, die sind da wesentlich stärker schon. Nach unten müssen wir. Okay, genau da herum nur. Die nächste Kugel ist in der Höhle. Welcome back, Frankie. Dazu, um die Kugel zu zerbrechen, müssen wir alles hinräumen. Okay. Was sind das für Fäuste? Eins? Aber ich habe fast keinen Schaden. Komm mal her, du Gewitterbock. Naja, nicht wirklich. Er hat eine neue Quest mich angenommen, jetzt muss ich wieder Geisterkugeln finden. Sonst hast du nicht viel verpasst. Warte, wie soll ich die Fäuste besiegen? Die kriegen nur einen Schaden. Ah, okay. Das ist LP für Magie. Also es gibt gewisse Gegner, die was komplett nur auf Magie anfällig sind und eine extrem hohe normale Defense haben. Wie komme ich da ran erst an diese zwei? Achso. Geht sich irgendwie knapp aus mit rausrollen. Du musst viel mehr Magie einsetzen. Okay, da oben ist wieder so dieser Geisterkugel. Kugelkopf. Geisterkugel. Okay, geh mit der Brücke. Das ist weh. Hallo, der. Oh, ich reingelaufen. Du fühlst, wie eine Kugel zerbricht und verschwindet. Ja, wir haben sie zerstört, aber etwas scheint nicht zu stimmen. Lass uns nach draußen gehen und schauen, ob sich etwas verändert hat. Also, ist auch in Ruhe. Ist das eine Knappenrüstung? 5 Rüstung und 5 Magie. GG, ihr Kodiaku besiegt. Wir rollen in der nächsten Part.